extra Abwechslung machen. Ich wollte die und die machen. Ich wollte das nicht so eintönig lassen wie hier. Ich wollte Abwechslung haben. Verdammt. Ja, die Häuser sind irgendwie cool und auch effektiv, aber ich wollte Abwechslung haben. Der nächste Händler kommt, der ist mir jetzt gerade mal komplett schnuppe. Oh, shit. Ach komm, gucken, was du hast. Ich kann so nichts tauschen. Federn, Musketen, Bubbles. Ja, irgendein Lederzeug, Kluff, Wundenstatue. Ja, darf's gehen. Gut, dass du nichts hast für mich. Ich habe so nichts zum Tauschen gerade. Ah, verdammt, 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 verdammt. Das heißt ja, dass ich hier alles ändern muss. Ich möchte ja dann wenigstens hier jetzt die anderen Häuser haben. Das heißt, ich muss hier wenigstens jetzt 4 Lücken einplanen. Ah, oder mach ich es doch hier oben? Ah, das ist doch Bullshit. Es tut mir leid, Leute, es tut mir leid, aber ich wusste es nicht. Es passt nicht. Es passt nicht. Verdammte Scheiße. Und die passen auch nicht. Ah, ist das dumm. Mm. So eine Scheiße. Komme ich jetzt nicht drum rum. Verdammt. Verdammte Acke. Ja, Acke heißt das heutzutage nicht mehr Hacke. Oh, Big ist Riesensorry, wirklich. Riesensorry, Leute. Es tut mir leid. Ich mache das auch extra nicht mit Absicht. Das ist einfach... Ich wusste es echt nicht mehr. Was heißt, ich wusste es nicht mehr? Ich wusste es nicht. Wir machen jetzt die Stelle so weiter wie gehabt gerade, weil einfach wir Holz verballern müssen und wir auch mal wachsen wollen. Oder ich will, dass wir wachsen. So, ich hoffe, hier kommt noch ein Kind. Das sieht nicht gut aus. Und ich hoffe, hier auch. Weil die Dame ist schon 41. Ich weiß nicht, ob die da noch ein Kind bekommt. Das wäre geil. Und hier sollte es eigentlich gehen, weil sie ist 39. Und sie hat ja auch mit... Ja, okay, sie hat ein bisschen, war ein bisschen jünger. Da hoffen wir einfach, dass es noch geht. So, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist jetzt der vorletzte Part für die Aufnahmesession. Ich möchte nämlich noch ein paar andere Spiele spielen. Heute mal ein bisschen von jedem etwas. Anstatt wieder von einem Spiel so viel. Gerade auf ETS 2 freue ich mich später. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid. Wir werden die neuen Häuser bauen, aber dann hier oben. Weil hier oben haben wir jetzt oder so, dann können wir komplett Vierer Platz machen. Hier unten habe ich jetzt aber mit diesen 3x3 Lücken, also 3x4 Lücken gerechnet. Und ja, es tut mir leid. Also es tut mir leid. Ich wollte hier Abwechslung machen, aber... Ja, wird jetzt nichts, nobody's perfect. Ist halt so. Ich werde mich da jetzt nicht irgendwie dumm rum rausreden. So, wir packen jetzt hier erstmal die Lamas rein. Die armen Dinger, die warten nämlich schon die ganze Zeit. So, erhöhen hier. Ja, zwei Arbeiter sollen rein. Weil wir haben kaum Bürger. Okay, jetzt haben wir wieder 8, keine Ahnung woher. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht so viel. Hier wird das letzte Holz abgetragen. Hoffe ich jetzt, dass das was wird. Ja, und dann können hier auch noch die anderen Chickens rein. Und ansonsten, Kühe haben es immer noch nicht geschafft, ans Limit zu kommen. Diese Aufnahmesession wird auch wahrscheinlich nicht so sein, in den letzten zwei Parts. Immerhin sind aber die Pferde schon mal auf 15 gestiegen. Die schaffen es sogar schneller als die Kühe. Was mich wundert, weil bei den Kühen sind eigentlich 10 von 10 Dudes drin und hier sind sogar nur 8 von 10 drin. Naja, die Pigs steigen auch konstant, wobei hier nur 2 sind, aber es sind Pigs. Was anderes habe ich von den Schweinchen nicht erwartet. Ja, 8 von 28, die Lamas sollten auf jeden Fall also mehr werden und nicht verrecken. Bin ich gespannt, was die uns auf jeden Fall geben werden. Und die anderen Chickens, die uns hier abgekratzt sind, ja, die kommen jetzt wieder. Freue ich mich auch drüber. Gut, wir sind extrem krass gesunken. Ich hoffe, dass wir das wieder in den Griff kriegen. Kleidung ist relativ gut gestiegen. Wir sind schon bei 560, wenn man es jetzt aufrundet. Werkzeuge sind wir ganz schön krass runtergeschraubt. Nicht so toll. Eisen hält sich irgendwie. Ich glaube, wir waren bei 200, 300. Sind jetzt immer noch bei 300. Wie gesagt, wir haben eine Mine. Wenn es irgendwie knapp wird, packen wir einfach alle rein und lassen die Eisen farmen. Oder generell, wir können beide Minen auf Eisen setzen zum Beispiel. Also da mache ich mir nie wieder Sorgen. Steine schon 500. Brauchen wir momentan nicht. Wir könnten natürlich alles in Steinweg upgraden. Das wäre auch schon mal etwas, bevor wir alles auf Bricks ändern. Naja, nobody's perfect.
Und Brennholz habe ich übrigens gesehen, ist fast auf 4500. Heißt, die kommen hinterher. Das freut mich. Ha? Hier, die letzten, sage ich mal, 200, 100 noch was können hier rein. Freut mich. Wirklich nahrungstechnisch gesehen halten wir uns. Na? Wir sind jetzt bei 23.000 und das ist wieder Erntezeit. Also ich glaube, wir steigen nahrungstechnisch gesehen. Gerade wenn jetzt die ganzen Tiergehege noch fertig sind, sollten wir wirklich keine Nahrungsprobleme mehr haben. 83% ist das Ding fertig gebaut. Das Krankenhaus sollte auch seine Ressourcen langsam haben. Ja, die Loks sind sogar schon da. Stone fehlt noch ein bisschen, aber ansonsten Eisen, ja. Landet da alles? Dann kann das Krankenhaus gebaut werden. Dann hier landet auch überall Holz. Ist sogar noch nicht mal überall Holz. Das heißt, das Gehege hinten kann also auch gleich fertig werden. Ja, dem Markt geht's gut. Der ist bei 50%, wie ihr seht. Sehr geil, sehr geil. Ich kann jetzt hier auch demnächst mal die ersten modernen Häuser bauen. Dann können wir hier unten ein bisschen weglassen, ein bisschen warten und chillen. Und können hier oben erstmal für euch ein bisschen die moderne Häuserkette bauen. Machen wir dann in der nächsten Aufnahme, wenn ihr das gerne möchtet. Ich habe ja nur geraten, ob es jetzt die letzten zwei, also ob das jetzt der vorletzte Part ist, das weiß ich ja gar nicht. Dafür sehe ich den Part nicht. Gut, Lager sieht ja alles noch gut aus und frisch und gesund. Bäume werden wir irgendwann mal setzen, wäre aber auch eine Möglichkeit, Holz zu verballern. Dem Ding geht's gut, der macht sein Ding. Ja, da ist noch das Lager. Und was haben wir noch? Hier drüben, hier geht's auch allem gut, ne? Jawohl, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir haben gerade 9 Arbeiter. Einer muss ins Krankenhaus. Der Blacksmith, der arbeitet gleich wieder. Der ist ja, dann haben wir ein Fragezeichen weniger. Ein Fragezeichen durch die Glass Dudes, der macht gerade eine Pause. Und ein Fragezeichen immer noch durch dieses Gehege. So, da ist er. Na, der Blacksmith. So, und jetzt kann ich euch das zeigen. Man könnte jetzt Steel Tools machen. Die sind halt besser, aber für Steel Tools, und da ist das Problem, bräuchten wir, wir brauchen sogar Holz. Wir brauchen Holz nach wie vor. Wir brauchen Eisen nach wie vor, aber, und jetzt kommt das Aber, wir brauchen dazu noch Kohle. Das heißt, man braucht quasi eine Ressource mehr. Aber Steel Tools sind auch effektiver, halten besser, wie ich finde. Und so, machen wir das jetzt mal so. Jetzt sind es noch 2 Fragezeichen, sehr gut. Wir werden das machen, wenn wir genug Leute hier in der Mine drin haben. Wir haben 9 Arbeiter. Ich riskiere es mal. Ich schicke 10 Leute in die Mine. Das heißt, es wird jetzt bei beiden wieder einer mehr sein. Wir müssen ja langsam aber sicher mal die Mine erweitern. Also die Arbeiter. Krankenhaus kommt jetzt noch jemand. Die Häuser haben wir hier. Und wir müssen ja noch in den Stall 2 Leute schicken. Das heißt, 3 Leute verlieren wir, bleiben 5 auf Reserve. Sprich, genau, das Ding ist fertig. 94 von 94. Ja, Loks fehlen noch und dann kann es gebaut werden. Die Lamas sind drinne. Das freut mich. Die Lamas. Die lahmen Lamas. Alles gut. Man muss ja auch bedenken, die ganzen Fußwege, die wir jetzt hier noch haben, die wir ja gesetzt haben quasi im neuen Abbauabschnitt, die müssen ja auch alle noch gebaut werden. Wie gesagt, ich könnte Steinwege machen, vielleicht machen wir das dann in der neuen Aufnahmesession. Vielleicht findet die sogar später statt, wenn ich einfach noch mehr Bock auf das Spiel habe. I don't know. So. Gut. Das behalten wir jetzt im Blick. Miep, miep, miep. Der macht Bricks. Wie viel haben wir? 29. Sehr schön. So, da ist er übrigens. Da seht ihr mal das schöne Teil. Ich sage ja, es sieht viel schöner aus, ne? Habe ich gesagt oder habe ich gesagt? Ha? Der Schneider sieht auch richtig schick aus. Vielleicht kommt ja der Händler und bringt uns die Seile mit. Oder wir machen halt jetzt mal demnächst selber unsere Schnürchen. Wir haben ja alles dafür. Wir haben ja die Flaxseeds. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Ja. Der macht jetzt erstmal wieder Werkzeuge für uns. Hoffe ich, dass wir da steigen werden. So, jetzt die Frage, was arbeiten meine Arbeiter denn gerade? Wir haben ja nur 2. Also die machen die Wege. Okay, das geht gar nicht. Wir möchten ja auch mal ein bisschen hier, was die Bevölkerung angeht, steigen. Deswegen sagen wir jetzt mal hier, mach die 4 Häuser fertig. Damit ich hier ein bisschen Grünzeug machen kann. Ebenfalls werde ich jetzt erstmal, wir haben gerade die Leute. Ich ziehe die gleich wieder ab. Wir machen jetzt mal 6 Arbeiter. Machen wir hier noch ein bisschen Deko. Damit wir hier ein bisschen vorankommen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Und 6-mal. Und dann haben wir noch die Zäune, die will ich nicht. Wo ist denn der Brunnen? Wir werden wieder gehostet vom Redibot 24/7. Und hat nur nichts und die Uhrzeit ist keine Sau da.
Eisenstatue, die Fahne. Die Fahne, ganz ehrlich, da ist die eine Fahne, da ist die andere Fahne. Ich setze mal die andere Fahne hier vorne hin, um ehrlich zu sein, damit die Leute wissen, wer hier überhaupt Farmen tut. Wir haben die ganze Mine und alles hier gehört. Das war die F-Taste, ne? So, damit die Leute wissen, was hier abgeht. Wir könnten übrigens, wenn wir hier langsam aber sicher unsere Stadt mal fertig gebaut haben, und ich weiß dann nicht, in welcher Richtung oder wo wir generell noch ausbauen können. Wir sind ja schon ziemlich groß hier, bauen uns hier unten aus, bauen uns hier rechts aus. Und das war's eigentlich schon. Okay, und hier oben. Das heißt, wenn hier unten links noch richtig viel Platz auf der Map ist, könnten wir da noch ein anderes Dorf bauen, erschließen, erstellen. Ah, guck mal, das Ding kann sogar gebaut werden. 1 von 86, ich glaube sogar, es wird gebaut. Ich sollte mich nicht ablenken lassen. Moment, wo war ich denn geblieben? Kurz Brain AFK, Brunnen waren hier, sehr schön. Ja. Mein Brain ist der beste, by the way. Fuck, was soll ich denn jetzt sagen? Jetzt bin ich so mit meinen Gedanken darin, was ich sagen wollte, dass ich echt nicht mehr weiß, was ich sagen wollte. Oder was ich gesagt habe. What the fuck? Das ist uncool. Egal, gib mir kurz eine Überlegungszeit und dann eine AFK-Zeit. Dann passt das Ganze wieder. Ach Leute, wisst ihr, ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ganz ehrlich, ohne Witz, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war es auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Vielleicht wisst ihr es noch. Dann sagt ihr mir einfach Bescheid und dann hat sich die ganze Kirche. So göttlich. So ein verpeilter Vogel, der weiß nicht mehr, was er sagen wollte. Ja, genau. So, Bäumchen, Kisten machen wir jetzt hier nicht irgendwo hin oder so. Das reicht so. Jetzt haben wir schon mehr Arbeiter, jetzt geht's rund. 40 und 30, das ist schlecht. Weil, obwohl der Typ ist 40, die Frau ist 30, das sollte sogar fast noch gehen. 37, nevermind. Ich wollte gerade sagen 37, 37 und das war's schon. 40 und 30 ist nicht so dolle. Ja, die haben nur ein Kind bekommen, da ist auch nichts mehr passiert. Genau wie hier, das habe ich mir schon fast gedacht. Die sind zu alt. 56 und 18, ja, alles klar. Ja, Vater und Sohn, würde ich fast sagen. Ist vielleicht hier irgendwas Gutes. Weil so wie es jetzt gerade läuft, so wie die jetzt gerade da einziehen, ist es komplett beschissen. Da werde ich jetzt keine, werden wir keine Kinder kriegen. Es ist trotzdem irgendwie zum Teil gut. 37 und 38, da könnte noch was passieren. Das ist jetzt mal endlich gut. Ich meine, wir haben jetzt hier ein Kind bekommen. Und hier auch, also so schlimm ist es nicht. Wir haben eine Bevölkerung von 2 gewonnen. Ist halt für ein Pärchen beschissen, weil an sich verliert man Leute. Also man hat ja am Ende quasi Minus. Aber wie gesagt, nobody's perfect, scheiß drauf. Das wird sich alles hinterher balancen. Hauptsache mehr Häuser. Und wir können hier drüben die Häuser bauen. Hier fehlt sogar jetzt ein bisschen Holz, das freut mich. Ja. Das ist gut, das gefällt mir, ja. Oh, und wir haben das Limit von endlich 4500 Brennholz erreicht. Wer hätte das denn gedacht? Cool. Das ist ein schöner Vorrat. Werkzeuge machen mir aber immer noch Sorgen. Und ihr bekommt euer Gehege. Es ist, wird wahrscheinlich gleich gebaut, wenn alles fertig ist. Nahrungstechnisch gesehen geht es uns gut. Das liegt einfach daran, dass wir hier gerade geerntet wird. Ja? Und wir quasi 24.000 haben. Und ihr wisst ja, 24.000, 25.000 hatten wir immer. Und durch die Ernte sollten wir jetzt wieder über 25.000 kommen. Also das geht echt gut. Vor allem, wenn man bedenkt, dass eigentlich nur 2 von diesen insgesamt, wie viel haben wir hier? Jetzt bloß nicht verzählen. 7. Wir haben quasi 7 Ställe und an sich bringen uns aktuell nur 2 Nahrung. Und das ist halt schon krass. Also wir haben quasi 5 Sachen, die momentan nichts bringen. Oder die zumindest nicht arbeiten. Und dafür machen wir durch die 2 Felder Nahrungs... Ja, also wir halten uns. Nicht wirklich gewinnen, aber wir halten uns. So, hier wird wieder geschlachtet. Da können wir ja mal reingucken. So, hier. Da sieht man jetzt 1800 sogar. Ja, also dieses Jahr jetzt quasi richtig am Ausrasten. 63 Leder dadurch bekommen. Rippen Pepperoni, so viel dazu. Die Chickens, habe ich ja letztes Jahr gesagt, haben wahrscheinlich das andere Jahr überholt. Würde ich sogar auch zustimmen. Ich glaube, wir hatten keine 200 Chicken letztes Jahr. Da sind wir jetzt auf 200 gekommen. Federn müssten, glaube ich, auch leicht über mehr gewesen sein. Und sogar die Eggs müssten sogar, glaube ich, leicht überboten haben. Obwohl die eigentlich noch hinten lagen, meines Wissens, ne? Bin ich mir aber jetzt nicht so sicher. Kühe, wie gesagt, machen noch nichts. Ja, Milch ist unterirdisch, also es ist noch nicht wirklich effektiv. Ich freue mich aber auf die Pferde. Sind Pferde, genau. Weil Pferde bin ich gespannt. 18 von 22, also es geht echt gut voran hier.
mit den Pferdchen. Auch die Chickens, also die Chickens, Alter, bin ich dumm. Auch die Schweine, richtig krass, die gehen richtig gut ab und dabei arbeiten nur zwei Leute da drin. Ich glaube, dass die Chickens uns echt richtig viel Fleisch geben werden, da bin ich mal ziemlich gespannt.